Moin Leute, zu einer neuen Aufnahme von Dungeon Siege. Jawohl, es geht dann weiter nach unserer wunderschönen Kapitel 4 Serie. Meinetwegen. Können wir natürlich probieren, ne? Schließlich haben wir ja von niemand Angst, also. Ach cool, das habe ich ja so alles gemacht. Schön. Ja, dieses wunderschöne fahrende Volk hier nimmt dann ja gerne die Sachen auch. Ne? Guten Tag, Holdemann. Ich bin ruiniert. Völlig ruiniert. 6 Jahre lang habe ich all mein Geld und meine Arbeit in die Organisation eines Wettkampfs gesteckt, um den besten Bogenschützen der bekannten Welt zu finden. Und dann, am Vorabend, das Ende. Unser ganzer Schatz, von Goblins geraubt. Unsere schönsten Preise, weg. Ich habe nur noch Pfeile, Bogen und meine Fähigkeiten, um meinen Ruf und meinen Namen wiederherzustellen. Bis hierhin bin ich den Goblins gefolgt, aber ohne Gold, um meine Vorräte aufzustocken, komme ich nicht weiter. Wenn ihr ein bisschen Gold entbehren könntet, will ich mein Können auf der Suche nach den verlorenen Schätzen gern in euren Dienst stellen. Na? Wollen wir nehmen? Ist eine Bogenschütze. Können wir nicht. Ich meine... Herzlichen Glückwunsch. Wir haben auch, ich meine ganz ehrlich, dein Gebot ist aber auch echt knapp gesetzt. Also das ist super knapp. Aber ich finde, warum nicht? Man kann ja auch mal was zahlen. Ich meine, bis jetzt haben wir den Kram immer gratis genommen und bis jetzt muss man sagen, naja, unsere Gratis-Leute waren bis jetzt auch nicht der größte Hammer. Vielleicht bringt es ja mal was, wenn ich tatsächlich mal ein bisschen was löhne. Bogen und Ehre von Fedriel stehen euch zu Diensten, Freund. Ich freue mich, zu euch zu stoßen. Glaube ich gern, schließlich haben wir auch fett gezahlt. Ist nicht ganz, ist auch alles recht teuer. Na, wie gesagt, gleich einen ordentlichen Bogen mit allem drum und dran dabei. Na, immerhin. Kann man sagen. Ich meine, gut, wir können dich jetzt leider nicht mehr ausrüsten, weil dafür ist leider ein bisschen knapp. Richtig? Ihr dürft ja keine mehr irgendein Zeug haben. Reiter, der macht das komische Glubschau, weil ich weiß nicht genau, was es bringen soll. Deswegen, lieber mit. Ach stimmt, der hat ja gar nichts, ne? Ja, dann kriegt sie ein bisschen was von uns. Ich meine, das ist doch nicht so schlimm, ne Leute? Wir können ja mal teilen, oder? Ist wichtig, man muss auch teilen können. Deswegen, gehört dazu. Jeder muss mal teilen. Jeder. Außer ich. Ah, dann wird's. Ich habe ja auch was geteilt, ne? Also, so ein Arsch bin ich denn ja nicht. Ich will ja nicht so gemein sein. Sie braucht ja allerdings auch ein bisschen. Ne? Passt schon. Ach, geht durch. Immer hat sie einen Bogen, oder? Danke fürs Autospeichern. Richtig, ich meine, wenn man so guckt. Der ist gar nicht viel schlechter gestellt. Also zumindest was den Schaden angeht, kann sie uns gut helfen. Immerhin, sie haut ein bisschen was rein. Gilt für sie jetzt eigentlich unten das, was ich eingestellt habe? Mal ein bisschen rauszoomen, bitte. Also langsam muss man echt mal anfangen rauszusuchen. Ne? Siehst du? Das muss unten eingestellt sein, dass sie alle sich frei bewegen, frei eingreifen können. Weil sonst tun sie nichts. Und die müssen ja auch schön alle brav hinterher. Und ich glaube, es macht auch Sinn, wenn ich mal die Formation mal ein bisschen wechsle, ne? Machen wir mal die Formation. Damit kommen die vielleicht mal ein bisschen näher ran, weil bis jetzt stehen die für meinen Geschmack ein bisschen so weit hinten. Vor allem die Esel. Die müssen ja nicht super weit hinten stehen. Vor allem, wo ist Esel? Nicht, dass der arme Esel wieder... Jetzt mal herzlich sehen, ich wirklich mal nicht. Ach so, er versteht, ich meine, seht ihr, wie gut er sich tarnen kann? Ich habe ihn nicht gesehen. So gut kann er sich tarnen, Leute. So gut geht das. Also ich meine, ganz ehrlich, dem muss man bloß so eine schöne Tarnklamotte geben und den siehst du nie mehr. Ja, also, so verlassen wir uns. Verstecken geht, Esatz drauf. Esatz drauf. Scheiß auf alles, Esatz drauf.
Ja, ja, hauen wir mir das mal drauf. Ich meine, es soll nicht gleich hier jemand... Wie asozial von dem Schwein, ne? Was für ein asoziales Schwein? Jetzt mal im Ernst. Einfach weglaufen? Ist ja wohl voll asozial, ey. Bitte mal alles mitnehmen. Mann. Aussieht das? Naja, da hat sie zumindest was auf dem Kopf. Ich meine, ist klar, bringt eigentlich nichts, aber immerhin hat sie was auf dem Kopf. So, wieder reintun. Ne? Wenn wir das schön aus dem Dings... Was soll ich sagen? Es ist halt ein Lager von Alter. Alter, der Krampf liegt hier aber. Mann, schlägst du irgendwo gegen gleich erstmal, also... Da sieht teilweise Feuerwehr gegen halt aus. Das ging jetzt aber schnell. Ein Schuss, gleich tot. Seht ihr, was ich meine, da unten in der Ecke? Seht ihr diese ganzen schönen Pfeile? Das ist geil. Stellt sich ein Weg und es ballern einfach nur Feinde drauf. Feinde gehen dabei drauf. Und meine Freunde hier bei... Oh. Ich bin zu aufgeregt, zu nervös, zu ein... Das kommt davon, wenn man sehr lange nicht aufmacht. Gebe ich euch übrigens als guten Tipp. Auch an die anderen, auch wenn es vielleicht zufällig andere Player das eventuell sehen sollen. Am besten möglichst regelmäßig so einen Quatsch machen. Versuchen immer in einer gewissen Form regelmäßig. Da muss ich jetzt eh nicht groß hinkommen, aber einfach fallen interessiert das nicht. Das stört ja nichts. Ich bin eh immer mit meinem Team. Also ist ganz wichtig. Immer versuchen, immer so ein bisschen. Einfach regelmäßig. Es muss nicht toll sein. Es muss nur am besten so sein, dass immer ein bisschen was auf dem Scheiß drauf, ob es gut ist. Scheiß drauf, ob die Aufnahme am Ende verkackt ist. Das passiert mir nämlich ständig. Das ist ja, wenn ihr da sitzt und denkt mir so, oh, so toll ist das jetzt aber auch nicht. Scheiß drauf. Hauptsache, immer was am besten machen, weil, ne, mit jeder Aufnahme übt man, mit jeder Aufnahme wird man ein bisschen besser. Und wenn ihr das dann lang genug macht, dann steigert sich das Niveau. Es ist, als würdet ihr Golf spielen. Und wie lernt man Golf spielen? Ja, durch Golf spielen. Aber dann müsst ihr immer wieder mal Golf spielen. Und nicht nur einmal im Jahr, sondern dann immer wieder. Dann werdet ihr auch besser im Golf spielen. Und so ist es mit Let's Play auch. Immer wieder zwischendurch noch was machen. Sonst habt ihr das Pony wie ich. Ihr macht erstmal zwei, drei Wochen nichts. Setzt euch dann ran und seid sofort... Damit ihr wisst, was ich meine, so. Panik! Allerdings die schlechte Art von Panik, nicht die tolle Art, ne? Nicht die tolle Art von Panik, die du hast. Ne? Man kann sagen, was man will, aber doch, im Nachhinein muss ich sagen, doch. Ist schon ganz geil, wenn man einen Heiler dabei hat. Den habe ich nur früher nie gebraucht, weil ich irgendwann zu immer war. Also mein Team auch. Aber es ist doch ganz praktisch, zwischendurch ihn zu haben. So kann ich wenigstens sicher gehen, dass keiner stirbt. Alter, was die an Gold hier fallen lassen. Boah, ich bin ganz warm ums Herz. Cola-Geschmack. Energy und Cola. Schmeckt eigentlich und dreht immer gut aus. Ganz ehrlich, das wirkt immer so. Kennt ihr eigentlich diese Situation, die ich in dem Spiel meistens immer ab einem gewissen Punkt im Spiel hatte, so nach dem Prinzip so am Anfang so, yay, Kisten! Und irgendwann hängst du dann denkst so, Kisten. Du hast eigentlich gar keine Lust mehr. Du hast eigentlich überhaupt keinen Bock mehr, die Kisten zu öffnen. Aber du tust es trotzdem, weil der Loot der Herz nicht anders kann. Kommt auch dadurch, weil man vielleicht 5000 Kisten geöffnet hat, so nach dem Prinzip. Und irgendwann fängst du schon innerlich an zu rebellieren. Du willst es eigentlich gar nicht mehr, du tust es trotzdem. Hat hier auch die Junge Stärke nur ansatzweise? Das macht voll keinen Sinn. Esel. Macht auch wieder keinen Sinn. Esel. Naja. Praktisch, da halte ich selber, das finde ich gut. Bitte mal mitnehmen. Und bitte weiter. Jetzt brauche ich nur Anweisungen, geht das von allein.
Ist eigentlich gar nicht so schlecht. Aber, naja. Alter, was soll ich mit dem ganzen Mana-Scheiß? Das kann er jetzt alles mal tragen. Vor allem geil, wenn sie alle die großen Tränke fallen lassen. Warum? Logisch. Große Tränke, mehr Geld. Und ich liebe Geld. Deswegen finde ich das irgendwie gerade so schön. Weil guckt euch mal an, ey, jedes Mal lassen sie irgendwie dreistellige und vierstellige Zahlen fallen. Siehst du, was sage ich? Einfach nur Geld, ohne Ende. Weißt du, die wohl 30.000 haben? Ich habe jetzt schon das Geld wieder fast zusammen. Man kann sagen, was man will, ey. Das Mädel ist nett. Ich meine, klar, das Mädel... Ich meine, man weiß ja mittlerweile, ne? Ihr wisst ja, mein Team ist immer. Ich kann nachvollziehen, dass man da rein möchte und dass natürlich dieses Mädel nicht so große Forderungen gestellt hat. Ist natürlich nachvollziehbar. Aber sie hat eindeutig sich unter Wert verkauft. Eindeutig unter Wert. Ich meine, hey, für sie. Als Teammitglied. Also, Mitglied. Nee. Hat sie ja gar nicht. Kann sie ja nicht Mitglied sein, ne? Aber passt schon. Nee, ich habe sie immer eigentlich ab einem gewissen Punkt... Also anfangs war sie richtig gut, am Ende hat sie mir ein bisschen nachgelassen. Bei dem, was ich da mal gewählt hatte. Aber ich habe die als Bogenschützen immer mitgenommen. Einfach aus dem Grund. Wie gesagt, ist sau billig. 40.000. In so einer Umgebung kriegst du so schnell 40.000 zusammen. Das ist eine Lachnummer. Das ist eine absolute Lachnummer. Wie schnell du irgendeinen Scheiß zusammenkriegst. Ey, also wir sind schon, die sind hier schon, also wirklich, ne, wieder jemand besonders am Arsch, ich bin besonders. Aber egal. Oh. Die sehen ganz ehrlich so ein bisschen aus wie irgendwelche... Und wie schnell man wieder aufsteht. Na komm. Was wollt ihr noch? Ich dresche drauf, also... Hä? Alter, wie die hier einfach nur umfallen, ey. Ich wollte sagen, kannst du mal... Ist das schon jetzt los? Guckt euch mal an, wie schnell da unten die Werte runtergehen, ey. Einfach nur ein Pfeil nach dem anderen und die Werte fliegen nur so runter. Ich meine, ist auch kein Wunder, ne? Die machen ständig fast so viel Schaden mit einem Schuss, glaube ich, wie ich mit einem Treffer. Ja gut. Doch, kommt hin, so, ne? Das, was ich als schwächsten Schaden mache, machen die zwar als Maximalschaden, aber hey, wenn man sich anguckt, die machen schon echt viel Schaden. Ja gut, er hier macht nicht viel. Aber die anderen wenigstens. Und ich meine, hey, die sind zu viel, also... Ne? Die helfen mir schon gewaltig. Das muss man sagen. Und ich habe vielleicht noch einen Punkt noch mal vergessen zu sagen. Entschuldige dafür, wenn eventuell es so sein könnte, dass ich undeutlich spreche. Das könnte, weil ich weiß nicht genau, wo es dann liegt. Möchte mich nur vorab schon mal entschuldigen dafür, weil... Wie soll man sagen, ne? Man spricht leider immer etwas undeutlich. Ich hatte das noch nie so, das weiß ich nicht. Ich habe es nie hingekriegt, 100% deutlich immer. Deswegen nicht wundern, wenn ihr vielleicht denkt, warum nuschelt der die ganze Zeit so? Ja, ich krieg das leider nicht so gut hin mit den schönen Mund aufreißen und den schön wunderbar formuliert, weich, zarte, super deutliche Aussprache. Kriege ich mich immer nicht mal hin. Vor allem, weil sich gerade mein Mund so verschlammt anfühlt, ey. Alter Schwede. Ich werde das komplett durch diese Cola. Ich weiß nicht warum, weil Cola verschlammt immer ein bisschen meinen Hals. Nach einer gewissen Zeit. Dann kriegt man alles so schwer auseinander. Und so schwer den Mund. Kennt ihr? Ist einfach eine Dose, was. Was wäre ja wert, hier hat wieder aufgestiegen und fett gelernt. Oder wie? Ihr hättet doch gerade was gelernt. Och süß, kommt der! Ihr scheiß Banditen. Ich meine, schön, dass man mal auf Menschen trifft, dass die einen gleich auf die Fresse hauen müssen, ist aber ganz schön unfair. Verdammt nochmal, ihr schlägt hier eine Frau. Ich meine, das Tier kann nichts dafür, das denkt nicht. Aber ihr seid ein scheiß Banditen.
dreckiges Gesinde seid ihr. Da werde ich euch den Kopf verspalten. Dafür mich und meine Gruppe zu belästigen. Klar, das ist Belästigung. Ich meine, schön, dass man mal überhaupt mal auf Menschen trifft. Ist, glaube ich, die einzige Stelle im Spiel, wo man auch wirklich mal auf Menschen trifft und nicht auf Tiere, Zombies oder ähnliches oder Skelette oder Dämonen oder sonst was, was einen gleich umbringen will. Ne? Trifft man endlich mal auf Menschen? Nein, wollen die ja noch umbringen. Das ist einfach nur so alles, ja. Alter, was schieben die hier an? Alter, die können sich doch mal echt ein bisschen beruhigen. Meinst du nicht mal? Die können sich doch mal beruhigen, die Menschen. Aber die haben viel mehr Energie als ich so ungefähr, ne? Also. Jetzt mal im Ernst. Ich wollte schon glatt sagen, kommen noch mehr? Hört das mal auf? Hätte ich bloß nichts gesagt. Ja, wie unfair. 8 Leute auf einschlagen. Wie asozial. Und ich hau euch noch alle oben oder was? Na gut, dank meinem Teamkollegen geht das umso besser. Aber trotzdem, wie asozial die Schweine sind. Von ja, oh, hallo, die hauen sich ab auf mich drauf. Da sind Rücken. Das ist schon asozial. Ich meine, gut. Mich runterzuprügeln ist sehr schwer mit dem Heiler. Ich liebe blaue Sachen. Blau ist Geld. Obwohl das Orangene, dieses komische braune Schal, ist auch viel Geld, ne? Ist nur selten. Oh, schön nett. Ich habe wirklich fast das Geld allein schon wieder rot zusammen. Wenn ich die ganzen Teile jetzt alle verkaufen würde, das regnet Geld. Ich sag euch das. Siehst du, sag ich ja. Die arme Bettlers Frau hat sich da. Gut, sie hat schon was drauf, aber viel zu günstig. Naja. Ich meine im Ernst. Was kannst du da schon mit. Ich meine, guckt euch das doch mal an, ey. Den kannst du. Ich meine, hallo? Frau gegen Mann. Bams. Entschuldige. Ich will damit jetzt nicht sagen, so ungefähr, ne, mit Feminismus. Nein, ich bin davon kein Fan. Nach wie vor nicht. Ich kann zwar eine Menge Sachen verstehen, die man da vielleicht anspricht, allerdings auch so Sachen, wo ich mir immer denke, es ist nicht so, dass wir das jetzt nicht hätten, sondern wir haben das mittlerweile schon mehr oder weniger. Oh. Ja, vielleicht braucht ihr irgendwie die Fernsehen. Alter, sag mal, wie viele kommen hier denn noch? Ich meine, ich muss selten drauf auch gucken. Ja, okay, aber. Ich wollte gerade sagen, so, bitte ihn mal verteidigen, wir brauchen die alle ohne. Ich meine, hallo, es ist mein Gut, ich bin, das ist nicht die feine Art, was ich mache hier, ne? Einfach vorne direkt durch ins Lager reinmaschinen und noch brüllen Schleichangriff. Ist ein Schleichangriff, ganz deutlich, ne? Schleichangriff! Aber, naja. Siehst du, jetzt hat er es mitbekommen. Man muss schon manchmal brüllen, sonst hören die das nicht. Ach, ich wollte gerade sagen, haut doch mal drauf. Ihr schafft ihn doch ohne mich. Aua, das tat weh. Ja, gut, dann machen wir es so. Na, der fällt eh gleich. Esel. Wir machen den Esel weg. Ist nur nervig mit Esel. Ist nicht unbedingt Schlimmes gegen Esel, ne? Ich habe ja nichts gegen ihn. Aber trotzdem muss Esel immer so weit wegrennen lassen, ja. Können das nicht die anderen auch zum Teil schon tragen? Ich räuch das mal einfach durch. Zu den anderen. Da kann man ja später nochmal rumbasteln, ob die es brauchen oder nicht. So. Gleich bei Esel ein bisschen gucken. Nächste, schon wieder aufräumen. Es ist Esel. Gerne nehmen wir. Der Effekt wird hier übertragen, daher nehme ich das gerne. Das kann sie dann ja schon mal rübergeschickt bekommen. Sie hat ja Stufe 14. Das ist schon sehr gut. Sehr gut.
Hatte ich nicht noch irgendwas? Nein, die sind nicht so wichtig. Sonst hatte ich nichts. Schau mal kurz nach. Da ist dieser sogar noch besser. Das ist sehr schön. Das nehme ich doch alles gerne. So, bitte einmal aufnehmen. Schnelle Rangeschwindigkeit. Wie wollen wir die denn mal in die Hand drücken? Kann er damit umgehen? Nee. Kann er das? Na, guck mal, er könnte damit schon mal umgehen. Ja, die Frage ist, bringt's das? Probieren wir es doch mal, ne? Vielleicht nutzt sich das ja. Also können wir mal gucken, ob es was bringt. Geschicklichkeit 20. Dann warten wir mal 5 Minuten und könnten wir ihm geben, wa? Oder wir drücken sie ihr erstmal in die Hand. Erstmal. Ist ja nichts so Schlimmes. Nochmal zu Esel. Alter, wie viel man von dem Scheiß hier kriegt, ne? Egal, es ist blau und bringt Geld. Man muss nicht alles so klein lassen. Kennst du mal dein Lager, ne? Willst du von dem Scheiß mal nicht mehr Geld klauen? Ja, sowas. Oh Mann. Und dabei haben die mich zuerst angegriffen, ne? Ich hab nicht mal was gesagt. Ich bin nur des Weges gekommen. Aber nein! Die hauen hier in die Fresse. Ganz so eine Schwange. Das könnte sie sich bitte immer so automatisch öffnen. Also das finde ich gut. Ist das mal so rein von der Physik? Habe ich ja nichts gegen, ne? Es wäre nur schön, dass man vielleicht, auch wenn das vielleicht im Spiel nicht immer perfekt vorgesehen ist, wäre es schon schön, wenn die das irgendwie mit was markieren würden, so sie mit so einem kleinen Wegweiser. Das ist nur so ein kleiner Wegweiser, der einfach nur zeigt. Damit man weiß, ah, da ist Hauptweg. Falls das mal nicht ganz so durch ist. Damit man genau weiß, ah so, das ist Nebenwege. Das wäre schön. Aber ich denke mal, das ist Hauptweg, weil da gehen so Fackeln links. Und hier nicht. Ich bin Sherlock Holmes. Ich kann das, also. Man muss nur, ne? Dann geht's. Oh. Ich könnte auch Augen zumachen, mich zurücknehmen. Das wäre egal, oder? So langsam wirkt es. Lauter Scheiß für Mario. Und Geld? Mann, Leute, wenn ihr das Geld so inflationär benutzt, dann ist das doch bald nichts mehr wert. Leute, Inflation. Sieht man doch. Also, das ist echt so. Was ist denn diese müde Markt denn noch wert? Wenn man davon so viel braucht. Ich meine, hallo, ich muss hier mal Schubkarren, weil wir durch die Gegend fahren. Ich meine, wenn das so weitergeht, dann bricht irgendwann sogar noch Esel zusammen. Vor Geld. Das liegt ja was, ne? Und Scheine sind ja noch nicht erfunden. Alles Münzen. Die Münzen liegen viel. Also das wird dann irgendwann, also wenn es so weit geht, brauche ich irgendwann 10 Tonner. Meinen eigenen höchstpersönlichen Geldtransporter. Schwerst bewacht mit Panzern und allem. Also, naja, ne? Eine laufende Bank, also wenn das so weitergeht.